Hi Leute, heute geht es um das böse System und darum, wie du das System für dich nutzen kannst. Okay, so ich nehme jetzt das Video hier zum dritten Mal für euch auf. Zweimal war ein Speicherkartenfehler in der Kamera. Aber jetzt hoffe ich, dass es dann doch im Kasten ist. Und es ist nämlich ein wichtiges Thema. Deswegen fange ich auch das dritte Mal an, weil ich gemerkt habe, viele haben noch ihre Schwierigkeiten. Und wenn sie langsam so am Aufwachen sind, und ich kenne das auch, wenn man ein bisschen bewusster durch die Welt geht, und dann könnte man plötzlich meinen, viele Menschen sind vielleicht böse oder das System ist böse, weil es einen in gewissen Strukturen halten möchte. Und dann entstehen solche gewissen Glaubenssätze im Kopf. Und ich möchte in dem Video nochmal darauf hinaus, was mir da geholfen hat, was bei mir mal diese Gedanken komplett gewandelt hat. Und was du vielleicht auch für dich nutzen kannst. Und erstmal ist es nicht so, dass das System schlecht ist und böse. Das System ist nicht böse. Lass das ein bisschen sacken, überleg mal, was du vielleicht über das System denkst, was du vielleicht über manche Menschen denkst. Wer ist böse? Im Grunde ist das System nicht böse. Das ist wie mit einem Messer. Mit einem Messer kannst du jemanden erstechen, du kannst jemanden umbringen oder du kannst andererseits deine Frucht schneiden oder du kannst jemanden das Leben retten. Zum Beispiel bei einer Operation, wenn er einen Unfall hatte. Kannst du machen. Ein Messer ist weder gut noch schlecht. Du kannst damit gute Sachen machen, du kannst damit schlechte Sachen machen. Und das System ist genauso. Das System ist weder gut noch schlecht. Du kannst es nutzen, wie du möchtest. Aber erstmal geht es darum, dass du deine Anhaftungen daran loswirst. Du kannst das System nutzen, wie du möchtest. Und so ist es mit vielen Dingen, mit diesen ganzen Labels, die man oft irgendwo draufhängt oder wo man irgendwie denkt, wenn dieses Wort erscheint, dann ist es böse. Dann, oder irgendwelche böse Symbolik. Nein, es ist nicht böse und es ist genauso bei bösen Menschen. Die meisten Menschen sind nicht böse. Die denken aus ihrer Sicht, sie machen was Gutes. Sie haben einfach nur eine verdrehte Weltsicht. Aber im Grunde sind es die guten Christen, die Millionen von Menschen umgebracht haben in Kreuzzügen und was weiß ich. Es ist ein guter Amerikaner, der in den Krieg geht und dort Menschen umbringt. Und sein Land verteidigt, irgendwo im Ausland. Das sind die guten Menschen. Es sind Glaubenssätze. In den Köpfen tun sie nichts Schlechtes, sondern sie stehen für eine Sache ein. Sie setzen für was sich ein, sie kämpfen für was, sie stehen für was gerade. Sie stehen zu ihrem Glauben. Das sind die guten Menschen, die die Welt zerstören. Das ist der Punkt. Einfach weil keine Klarheit da ist. Es sind Glaubenssätze da. Und das System ist auch nicht schlecht. Das System ist einfach ein System. Und da ist es genauso wie mit deinem Verstand, wie mit deinen Glaubenssätzen. Du solltest nicht denken,
dass das alles wahr ist. Du solltest wieder in die Beobachterrolle gehen. Du solltest wieder dorthin kommen, dass du das System für dich nutzt, weil das System ist für dich geschaffen. Im Moment ist es so, dass die meisten Menschen Sklaven vom System sind und dabei vergessen, dass sie das System geschaffen haben. Wer hat das System geschaffen? Und mit dem Verstand ist es genauso. Viele sind Sklaven ihres Verstandes, dann probieren sie vielleicht mit Alkohol den Verstand auszuschalten, aber damit bringst du dich einfach nur auf ein Level von einem Schimpansen zurück, schaltest das, was eigentlich ein Mensch ausmacht, aus und dann bist du glücklich. Anscheinend hast du noch nicht gelernt, damit umzugehen. Im Moment sind die meisten Menschen Sklaven ihres Verstandes und wenn dann irgendwelche bösen Gedanken kommen, fühlt man sich schlecht. Normalerweise kannst du deinen Kopf benutzen, wie du möchtest. Die Gedanken sind nicht schlecht. Du hast nicht verstanden, wie man die lenkt. Und dazu muss man erstmal die Bedienungsanleitung lesen und lernen, mit diesem Körper umzugehen. Und das ist ein Prozess, wie man ein Musikinstrument spielen lernt. Das lernt man nicht in Büchern, sondern du musst auf deinen Körper hören, du musst deine Gedanken mal beobachten, du musst die Dinge mal wirklich anschauen. Wirklich anschauen, wirklich hinhören. Nicht immer nur reden, sondern auch Pausen machen, hinhören. Was kommen da für Gedanken? Und beim System ist es auch so, du solltest nicht der Sklave des Systems sein, sondern du solltest das System für dich nutzen, so wie du es möchtest. Das Ganze mal wieder ein bisschen spielerischer, leichter angehen im Leben. Nicht mit dieser Anhaftung. Wenn dann irgendwas reinkommt, dann siehst du doch als Spiel. Es ist ein Spiel. Man hat sich halt mal drauf geeinigt auf irgendeinen Konsens. Das meiste Geld zum Beispiel, das ist eine Zahl auf deinem, auf irgendeinem Papier. Es steht ja meistens nicht mal mehr auf dem Papier. Du schaust einfach in dein Online-Banking rein und dann steht da eine Zahl oder du kriegst eine Rechnung geschickt und dann steht da eine Zahl und dann weinst du plötzlich wegen einer Zahl. Das ist wie in der Schule. Du teilst ein Blatt aus und dann steht da so ein Symbol und dann fangen plötzlich Kinder an zu weinen. Du kannst einfach irgendwo ein Symbol hinmalen und dann fangen Kinder an zu weinen oder Erwachsene auch und machen sich plötzlich Sorgen. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Wenn zum Beispiel dein Lehrer dir eine 6 als Kind aufs Blatt gemalt hat, was das in dir auslösen kann, aber die 6 da ist nicht schlecht. Vielleicht war es halt ein schlechter Tag und man hat eine schlechte Note geschrieben. Ist halt so. Man hat halt nicht das hingeschrieben, was gefordert war. Und deshalb steht diese Zahl da. Okay, was ist schlimm daran? Wenn diese Anhaftung weggehen, als das bei mir Klick gemacht hat irgendwann in der Schule, bei mir war das Ziel immer nur, diese Zahl zu bekommen, eine 4, weil ich wollte einfach nur nicht wiederholen und wollte dann schauen, was ich dann weitermache. Habe ich auch immer gemacht, habe ich immer geschafft, ohne zu lernen. Und dann habe ich das eben gemacht. Und irgendwann hat mich die Lehrerin auch am Ende, in der 8. Klasse war das noch, weiß ich noch, abgefragt und hat gedacht, dann kann ich ja noch eine bessere Note bekommen. In der 8. Klasse war mir das eh völlig egal, weil ist kein Abschluss, nichts, einfach ein Jahresübertritt. Dann fragt sie mich nochmal ab, weil dann hätte ich noch eine, weiß nicht mehr, 2, 3 ins Zeugnis bekommen können. Und sie so, warum hast du nicht gelernt? Das wäre doch dann noch, hast du dir das nicht ausgerechnet? Und ich so, keine Ahnung, mir ist das völlig egal. Mich interessiert das nicht, was für eine Zahl da steht. Diese Zahl, das ist völlig unbedeutend für mich. Ich habe andere Ziele. So. Ich möchte einfach nur das Jahr bestehen. Dazu ist diese Zahl auf dem Blatt notwendig. Und den Rest der Zeit kann ich mich fokussieren auf die Dinge, die mich wirklich weiterbringen im Leben. Und das ist genau der Punkt. Du kannst das System nutzen, wie du möchtest. Lass deine Anhaftungen weg und dann musst du auch nicht weinen, weil du irgendeinen Brief bekommst, wo draufsteht, du musst deine Steuern bezahlen.
Es ist ein Spiel. Sieh es mit Leichtigkeit und nutze das System wieder für dich. Wie es passt. Es ist von uns geschaffen, für uns. Wir sollten es nutzen, wie wir es brauchen. Wir sollten wieder der Meister vom System sein und nicht der Sklave. Wir sollten uns nicht versklaven lassen von unserem Verstand und auch nicht vom System. Alles alle gleich. Und das System ist nicht schlecht. Das System kann wunderbaren Nutzen sein. Und wenn wir das alle wieder erkennen, dann können wir da mit dem System ganz andere Sachen schaffen. Weil wir können, wie gesagt, ein Messer dazu nutzen, um was Gutes zu machen, um jemandem das Leben zu retten, oder wir können jemandem das Leben nehmen. Genauso ist es mit dem System. Es kann dazu genutzt werden, um schlechte Sachen zu machen. Oder eben auch nicht. Und das liegt einfach an jedem von uns. Und wenn du das wieder erkennst, dann kannst du diese Anhaftung loslassen, wie bei der 6. Dann brauchst du nicht jedes Mal, wenn da irgendein Zettel reinflattert, dir irgendwelche Gedanken machen, sondern du kannst einfach gezielt nach einer Lösung suchen. Weil dein Verstand kann auch nur perfekt nach einer Lösung suchen, wenn du in einem guten Zustand bist. Wenn du klar bist, wenn deine Emotionen positiv sind, dann funktioniert dein Denken am besten. Gibt Studien zu, reichlich Studien zu. Nur wenn du in einem glücklichen, guten Zustand bist, funktioniert dein Gehirn am besten und du findest auch eine schnelle Lösung. Und dann wirst du feststellen, dass die Lösung eigentlich gar nicht so kompliziert ist und du kannst dich wieder auf die positiven Dinge fokussieren. Du kannst dich darauf fokussieren, was du kreieren möchtest. Du kannst dich auf das fokussieren, was möglich ist. Und nicht auf die unwahrscheinlichen Fälle, die vielleicht passieren könnten und all diese Mangelsachen dich darauf fokussieren. Nein, du kannst schauen, was ist möglich, wie setze ich das wirklich gezielt um und dahin gehen. Und bei Gesundheit ist es genauso. Wenn du gesundheitlich auf den Dampfer kommen möchtest, dann musst du diese Mindset-Blockaden lösen und auch die Ernährung umstellen, weil diese Punkte. Und das spielt da eben alles mit rein, diese Einstellung und auch diese Einstellung zum System. Ja. Und wenn du Hilfe dabei möchtest, auch jetzt mehr, was den gesundheitlichen Aspekt noch anbelangt, dann ist unter dem Video ein Link, kannst du gerne auch mal draufklicken. Und dann können wir mal sprechen und schauen, ob ich dir da weiterhelfen kann und was wir da für dich machen können. Und das war es jetzt eigentlich mit dem Video, bevor es jetzt zu lang wird. Schreib deine Meinung unten drunter. Wie nutzt du das System für dich und kreierst hier wirklich was Schönes in der Welt, was Positives, was Menschen hilft? Hilfst du Kindern, hilfst du den Menschen, sich anders, besser zu ernähren oder sonst was? Darum geht's. Und wenn du mit dem System arbeitest, was halt nun mal da ist. Das System ist im Moment so da. Es ist Schwachsinn, dagegen zu arbeiten. Das System ist weder gut oder schlecht. Wir können das System so gut wie möglich jetzt nutzen. Aber das jetzt alleine umzubauen, wäre Quatsch. Das so umzustrukturieren langsam, bis wir mal wieder auf einem normalen Level sind. Das ist ein ganz netter erster Schritt und so kann man wirklich was in der Welt bewegen, Menschen helfen und was Gutes machen. Sich dafür die Zeit nehmen, nicht einen ganzen Tag mit irgendwelchen negativen Dingen verschwenden, die einen nicht voranbringen, sondern man kommt in die Umsetzung und die Umsetzung ist das, was uns alle weiterbringt. Weil wenn ich jetzt davon ewig geredet hätte und nachgedacht hätte, wie ich dieses Video hier mache, und es einfach nicht gemacht hätte, dann wäre das alles nur wieder ein schöner Gedanke und sonst nichts. Und so soll es eben nicht sein. Mach die Dinge, die du machen möchtest in deinem Leben. Die Leute auf dem Sterbebett bereuen nicht das, was sie gemacht haben, sondern die Dinge, die sie nicht getan haben. Also, schau dir die Dinge,
mit offenen Augen, wirklich offenen Augen an und dann geh in die Richtung, aber dauerhaft, schwank nicht ständig hin und her. Fokus, Fokus. Das ist ein unglaublich wichtiger Punkt dabei. Und Dauerhaftigkeit, Kontinuität. So, und das war's für heute. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Genieß dein Leben. Lass es noch ein bisschen nachwirken. Und dann komm am besten direkt in die Umsetzung. Wie gesagt, wenn du ernährungstechnisch, mindsettechnisch da noch Probleme hast, dann ist ein Link unter dem Video. Und bei anderen Bereichen reflektiert es auch einfach direkt. Und dann, wie gesagt, einen wunderschönen Tag dir noch und mach's gut. Ciao.